Hi und herzlich willkommen zur 11. Folge Thementeams in Pokémon Schwert und Schild. Heute geht es in den Dschungel. Doch nicht in irgendeinen Dschungel, sondern in den Dschungel vom Dschungelbuch. Ein uralter Disney-Film, der heute wieder zum Leben erweckt wird. Ich habe mir 6 Charaktere für mein Team rausgesucht und folgende sind dabei. Nummer 1 ist der gute Laune-Affe King Louie. Er würde gern mehr wie ein Mensch sein und singt gerne darüber, wird heute aber trotzdem von Gortrum vertreten. Als nächstes geht es weiter mit dem gute Laune-Bären Baloo. Weniger mit Ruhe und Gemütlichkeit und vielmehr mit Taktik und Training schlüpft heute Fulaosu in seine Rolle. Natürlich darf auch Ka nicht fehlen. Die Schlange, die gerne Mowgli hypnotisiert und essen will. Sangala ist der passende Ersatz dafür. Nummer 4 ist Raksha. Diese Wolfsdame wird von Wolverok vertreten und hat Mowgli damals großgezogen. Außerdem gibt es 4 Geier im Dschungelbuch. Buzzy, Dizzy, Ziggy und Flaps. Ich habe mir Ziggy rausgepickt und Grifeldis in mein Team gepackt. Und zu guter Letzt Colonel Hatti. Er ist der Oberhaupt der Elefantenpatrouille und wird heute von dem Elefanten aus Galar vertreten. Hier seht ihr nochmal das Team in der Übersicht sowie den Leitteamcode. Probiert es gerne aus und heute wird es Doppelkämpfe geben. Heißt also auf in die erste Runde. Okay, herzlich willkommen in Runde 1. Wir müssen gegen Kotomi, Katapuldra, Kramor, Vulaosu, Liberlo und Riffex ran. Das sieht mehr oder weniger nach standardmäßigen Pokémon aus, die man so in Doppelkämpfen verwendet. Außer Kotomi. Das ist vielleicht ein Elfernersatz. Elfern sieht man auch ziemlich häufig in Doppelkämpfen und Kotomi und Elfern sehen ja ziemlich ähnlich aus. Vielleicht wird es eingesetzt. Ich bin gespannt, weil ich habe es noch nicht so häufig in Online-Competitive-Kämpfen gesehen. Was können wir gegen dieses Team tun? Ich glaube, ich werde mit King Louie starten. Er hat Mowgli dabei und könnte guten Schaden machen. Dann wäre Grifeldis, glaube ich, an seiner Seite gar nicht mal so schlecht. So einen schönen Geier an der Seite. Kramor könnte tatsächlich ein riesiges Problem werden. Ich habe nichts wirklich, um Kramor aufzuhalten. Und dann noch die Schlange. Die Schlange soll gegen Liberlo und Riffex irgendwie was machen können, hoffentlich. Mit so einer Bodenattacke kommt da guten Schaden bei rum. Ich bin gespannt, ob Kotomi verwendet wird und wie ich Kramor aufhalte. Weil mein Gegner jetzt darüber nachdenkt, sollte er eigentlich auch sehen, dass ich nichts Wirkliches habe, um Kramor aufzuhalten. Heißt also, im schlimmsten Fall kann Kramor dann irgendwie sich hochboosten mit Protzer oder sowas und dann habe ich ein großes Problem. Dann habe ich ein sehr, sehr großes Problem. Und es kommt Kotomi und tatsächlich Katapuldra raus. Kotomi in Shiny habe ich auch noch nie gesehen. Interessanterweise. Ja, was können wir dagegen tun? Ich denke mal, die erste Runde ist relativ eindeutig. Wir gehen auf einen Mogelhieb gegen Kotomi. Gegen den Geist-Pokémon bringt das nichts und potenziell wird sich sowieso Katapuldra Diener maximieren. Und dann eine schöne Unlichtattacke gegen Katapuldra. Bin ich gespannt, was mein Gegner macht. Speziell, was dieses Kotomi macht. Weil ich möchte immer gerne so die neuesten Pokémon ausprobieren und gucken, was sie wirklich können. Weil ich glaube, manche Pokémon werden schon aus Prinzip übersehen. Und dadurch, dass Kotomi so ein bisschen Ähnlichkeiten zu Elfern hat, könnte es vielleicht auch so ein gutes Support-Pokémon werden. Und dadurch, dass es eben so wenig verwendet wird, weiß ich nicht, was es jetzt genau tun wird. Der könnte jetzt alles kommen. Also nicht unbedingt eine Wasser- oder Feuerattacke oder sowas, aber vom Prinzip her gehe ich da gerade blind rein. Wolflaum. Das senkt meine Initiative. Das ist... Oh, von beiden sogar. Oh, sogar von Katapuldra potenziell. Okay. Das ist tatsächlich gar nicht mal so eine schlechte Fähigkeit. Jetzt ist der Abschlag auch gegen ihr durchgekommen. Und wieder wird meine Initiative gesenkt. Also mein Gegner weiß, was er da tut. Das ist tatsächlich mit Absicht so passiert. Ansonsten hätte Katapuldra keinen Neutralisator. Also Daumen nach oben von mir. Ich wusste nicht, dass das geht oder was für eine Fähigkeit es hat. Schön zu wissen, tatsächlich. Ich werde nichtsdestotrotz nochmal Abschlag einsetzen. Dieses Mal aber mit Gortrom. Und Sturzflug ebenfalls. Aber ich werde Sturzflug einfach gegen Kotomi einsetzen. Sollte er nochmal Seitenwechsel einsetzen, wäre das halb so wild. Er verschwendet damit seine Runden mit seinem offensiven Pokémon. Seitenwechsel ist schön und gut, aber man verschwendet damit immer einen potenziellen Angriff. Und wenn man das zu häufig einsetzt, hat man auch nichts mehr davon. Man muss das immer schön und gezielt einsetzen. Und das ist immer das Schöne an Doppelkämpfen. Da sind immer so viele Mindgames dabei. Weil potenziell, wenn er es jetzt nochmal einsetzt, muss er denken, wie denke ich jetzt?
Und er setzt einfach Phantomkraft ein. Damit verschwindet er. Schlafpuder gegen King Louis hätte nichts gebracht und gegen Grifeldis hätte das auch nichts gebracht. Das hat Partikelschutz. Interessanterweise. Oh, das überlebt. Wow. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass es ein easy One-Shot wird. Okay. Tommy ist tankiger als gedacht. Das ist jetzt blöd. Jetzt die Frage, gegen wen kommt Phantomkraft durch? Wir gehen nochmal auf Abschlag gegen Katapuldra. Da wird ja nichts kommen. Und dann werden wir nochmal... Ich möchte nicht nochmal meine Initiative gesenkt bekommen, aber... mir bleibt nichts anderes übrig tatsächlich. Vielleicht wechselt er auch aus, deswegen gehe ich auf Abschlag. Phantomkraft kommt durch. Macht ziemlich guten Schaden gegen Gortrom. Schlafpuder gegen Grifeldis bringt nichts wegen Partikelschutz. Genau deswegen habe ich Partikelschutz dabei. Und Katapuldra ist seine Anti-Unlichtbeere. Heißt also, die Unlichtattacke macht nicht so viel Schaden, wie sie eigentlich gemacht hätte. Und das war trotzdem sehr guter Schaden. Und der Abschlag wird jetzt Kotomi besiegen. Schönes Pokémon, muss ich auch mal ausprobieren. Und wieder wird meine Initiative gesenkt. Bei minus 4 Initiative sind wir mittlerweile. Also das könnte interessant werden, weil Initiative-Kontrolle ist eines der wichtigsten Dinge, die man in Kämpfen haben muss. Und wenn Kotomi da andauernd die Initiative von den gegnerischen Pokémon senkt, eigentlich ziemlich interessant. Man muss das nur richtig ausspielen. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Taktik, die mein Gegner da gerade präsentiert hat. Ich weiß nicht, ob unbedingt Katapuldra das beste Pokémon davon ist, weil Katapuldra ist eins der schnellsten Pokémon in Schwert und Schild. Aber vom Prinzip her war das gut. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nichts, um dieses Pokémon aufzuhalten. Und ich muss mit einer Flugattacke rechnen. Ich habe nichts, um es aufzuhalten. Ich könnte nicht mal Toxin einsetzen, weil es ja vom Typen Stahl ist. Oh, jetzt wird Gortrom draufgehen. Ich möchte nicht unbedingt ein anderes Pokémon hier reinholen. Ich werde Gortrom opfern. Ich werde nochmal Abschlag einsetzen. Sollte da was durchkommen und nochmal Abschlag gegen Katapuldra. Damit Katapuldra definitiv weg ist. Wäre ein bisschen ärgerlich, wenn er jetzt Phantomkraft einsetzt. Aber er Dynamaximiert wahrscheinlich... Oh, hoffentlich nicht Katapuldra. Okay, es ist Cramor. Macht er gut. Hätte ich genauso getan. Das Ding wird ein Riesenproblem. Das Positive, das einzig Positive, was ich gerade sehe, ist, er kann nicht Protze einsetzen. Wenn er Protze einsetzen würde, hätte ich ein ganz, ganz großes Problem. So, Drachenpfeile treffen beide Pokémon einmal. Weiß nicht, ob das die beste Attacke in diesem Moment war, aber die Nadüse hätte so oder so Gortrom schon besiegt. Heißt also, ich habe ein bisschen weniger Schaden auf meinem Geier bekommen. Und er übertreibt es, glaube ich, so ein bisschen mit der Initiative-Kontrolle. Also, der Typ ist definitiv im Vorteil. Und bei Grifeldis ist mir das mehr oder weniger egal. Es ist sowieso schon ein relativ langsames Pokémon. Und man sieht, dass es weniger Schaden macht als Gortrom. So, mit Überresten heile ich mich so ein bisschen hoch. Und jetzt muss ich gucken, wie zum Geier, im wahrsten Sinne des Wortes, ich Cramor aufhalte. Ich glaube, oh, SK, ein guter Ansatz. Ich will eigentlich Schlangenblick einsetzen. Das war jetzt meine Idee und dann versuchen, mit Vulaose so viel Schaden wie möglich rumzubekommen. Ich habe das leichte Bedürfnis, dass ich sowieso nichts anderes machen kann. Ich werde mal Abschlag und Schlangenblick einsetzen. Ich hab das Gefühl, dass es nicht klappen wird, so wie ich es mir vorstelle. Ich kann mir immer noch nicht so ganz vorstellen, wie viel Schaden so ein Salanga aushalten kann. Es trägt ein Evolit, heißt also, es ist eigentlich tankiger, als man sich vorstellt. Katapuldra verschwindet wieder in die Welt der Geister. Abschlag geht demnach daneben und Diener Stahlzacken gegen Grifeldis. Okay, das wird nicht so viel Schaden machen. Das ist zumindest etwas Positives. Dann muss ich gleich nochmal Abschlag einsetzen und Schlangenblick... Ja, Schlangenblick lohnt sich nicht. Schlangenblick lohnt sich nicht gegen Katapuldra. Oh! Prunusbeere.
Aha, okay. Dann müssen wir nochmal Schlangenblick einsetzen. Ich brauche unbedingt die Paralyse gegen Kramor. Unbedingt. Das Grasfeld ist auch verschwunden. Hat mir sowieso nichts mehr gebracht. Schlangenblick nochmal. Und Abschlag ebenfalls nochmal. Sollte ich diese Runde mit Grifeldis überleben, was ich nicht glaube? Oh, Phantomkraft gegen Salanga. Sandspeier kommt durch. Das bringt mir eigentlich nichts. Das Schöne ist, dass eine ziemlich gute Kombination Partikelschutz schützt auch vor Sandsturm und Hagelsturm. So, Dina Stahlzacken reicht gerade so aus. Heißt also, oh, das war ein Volltreffer sogar. Verteidigung wird wieder erhöht, aber ich kriege zumindest die Paralyse gegen Kramor durch. Das ist ein ziemlich cooler Kampf tatsächlich. Wenn ich bessere Pokémon gab, wäre es glaube ich nicht so einfach geworden für mich, für ihn. Aber bisher ist das ein schöner Kampf und das sollte hoffentlich reichen. Sehr schön. Katapultra ist endlich besiegt. Jetzt ist die Frage, was ist das letzte Pokémon meines Gegners? Wenn es gut läuft, ist es Liberlo oder Rüffex. Weil dann habe ich Schlagbohrer als Attacke. Und Kramor wird ja jetzt gleich wieder klein. Aber dieses Kramor hat plus 2 Defensive und ich habe nur noch ein... Oh, es ist Vulauzu. Oh oh. Oh oh. Und es ist die Wasserform. So, wie machen wir das? Schlagbohrer bringt mir hier nichts. Krabbelkracher sowieso nicht. Ich könnte nochmal Schlangenblick einsetzen, um auch hier vielleicht ein bisschen was zu machen. Ich würde am liebsten tatsächlich Rückenwind einsetzen. Damit Vulauzu schneller unterwegs ist. Aber ich brauche eigentlich Schaden. Den Schaden bekomme ich nur durch Sturzflug. Das wird nicht reichen. Sturzflug gegen Vulauzu. Aber mir bleibt nichts anderes übrig tatsächlich. Trefferschwall könnte tatsächlich sogar gegen ja die Schlange durchkommen. Einen hält er aus, aber das kommt ja immer dreimal durch. Da hat die Schlange leider gar keine Chance mehr. K ist besiegt. Sieht auch von den Augen so aus, so ein bisschen wie K. ja, und da kommt der Protzer. Oh, oh. Wenn Sturzflug jetzt nicht genügend Schaden macht, habe ich verloren. Safe Call. Dann habe ich keine Chance mehr. Nee, das ist zu wenig. Ich werde mich jetzt selber besiegen. Und ich habe jetzt nur noch mein Gigadina maximiertes Vulauzu. Gegen Kramor bin ich einfach machtlos. Oder? Was kann ich dagegen noch tun? Also Kramor ist paralysiert. Er könnte potenziell mal eine Runde aussetzen. Das ist das einzig Positive, was ich sagen kann. Ich probiere es einfach mal. Viel mehr kann ich auch nicht tun. hat er sich gerade in den Schritt gefasst? Wait. Spul mal zurück und guck mal auf das gegnerische Vulauzu. Sah ein bisschen so aus, als ob er sich in den Schritt gefasst hätte. Da wieder. Darauf habe ich ja noch nie geachtet. ja. Gigadina maximiertes Vulauzu sieht sehr awesome aus. Es wird mir aber nicht den Kampf gewinnen können. Wir haben schon die Flugattacke von Kramor gesehen und dass er einen sehr hohen Verteidigungswert, aber auch schon einen ziemlich hohen Angriffswert hat. Da werden spätestens 2 Flugattacken reichen. Und er geht sogar auf Scanner. Ich weiß nicht, ob ihn das was bringt, weil Dina-Attacken kommen ja trotzdem durch Schutzschild und Scanner durch. Okay, er hält es trotzdem stand. Gut gemacht von meinem Gegner. Wusste, dass ich unbedingt Vulauzu von der Seite haben muss und Kramor sowieso eine Attacke überleben würde und da sieht man, ein Sturzflug würde schon fast reichen. Macht aber auch in Corviknight ziemlich viel Schaden. Die Citrobeere wird mich nochmal ein bisschen hochheilen. Ich muss bei meiner Taktik bleiben. Ich kann nichts ändern. Ich muss einfach hoffen, dass Kramor eine Runde aussetzt aufgrund der Paralyse. Dann hätte ich vielleicht eine Chance. Ganz vielleicht. Ganz vielleicht. Oh, wait. Wenn er paralysiert ist, dann würde ich sogar... Oh, das könnte ich sogar gewinnen, wenn er paralysiert ist. Dina Faust kommt durch. Schön, dass ich das schnellste Pokémon bin. Und das wird auch das hier besiegen. Weil jetzt habe ich plus 2 Angriff.
wenn Kramer diese Runde nicht angreift, werde ich Dina Wall einsetzen, diese Runde aussetzen quasi. Und es ist paralysiert. Wait, ich habe eine Chance zu gewinnen. Oder? Was ist jetzt schlauer? Soll ich eine Runde aussetzen und dann das einsetzen? Ich weiß nicht, was der bessere Play ist tatsächlich. Adina Faust lohnt sich nicht, hat nur 95 Stärke. Giga Multihieb scheint sehr gut zu sein. Aber das wird nicht reichen gegen einen plus 3 Kramor. Deswegen würde ich fast sagen, ich warte diese Runde ab und gehe dann gleich auf die 3 Volltreffer und hoffe, dass die reichen. Oh, das ist eine blöde Entscheidung, in der ich gerade stecke. Ich kann eigentlich nur verlieren. Aber ich werde es mal so probieren, wie ich es mir als erstes vorgestellt habe. Dass ich es so weit geschafft habe, ist tatsächlich beeindruckend. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Ja, Corviknight ist wieder paralysiert. Das kann natürlich auch immer passieren, dass er paralysiert bleibt. Aber ich möchte unbedingt dieses Trefferschwall ausprobieren. 3 Volltreffer hintereinander. Da könnte was bei rumkommen. So. Mit plus 2 Angriff vor allem noch. Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Trefferschwall hat auch nicht so einen hohen Base-Damage, ne? Aber es ist genug. Es ist genug. Alles richtig gemacht. Alter, das war ein sehr knapper Kampf. Eine Paralyse weniger und ich hätte verloren. Also knapper kann es kaum werden. Und das Spiel ist eingefroren. Ja, mein Gegner ist geragequittet. Also man kann es hier nicht übel nehmen. Die Paralyse, die erste, die zweite hat nicht gezählt, weil ich da sowieso hinter Dina Wall war. Sehr cooler Kampf. Hat mir sehr schön gefallen. Also Doppelkämpfe gehen immer. So, nach diesem interessanten Kampf gerade müssen wir jetzt gegen Togekiss, Fuegro, Gortrom, Kurelei, Viscogon und Lapras ran. Das schaut doch, ja, okay aus. Ziemlich standardmäßige Pokémon sind dabei. Bei Lapras müssen wir aufpassen, dass es nicht den Aurora-Schleier rausholt mit Giga Melody. Togekiss ist sehr, sehr häufig zu sehen, genau wie Fuegro. Gortrom ist sehr, sehr stark, haben wir auch bei mir so ein bisschen sehen können. Kurelei, ein gutes Support-Pokémon und Viscogon, ein relativ guter Tank. Wir müssen Wolverock und Patinaria mitnehmen. Patinaria ist eigentlich sowohl gegen Viscogon als auch gegen Kurelei und Togekiss ganz gut. Heißt also, könnte man direkt an erster Stelle packen. Ich weiß aber nicht, ob Fuegro an erster Stelle kommt, deswegen wegen Bedroher. Ob es sich wirklich lohnt. Ich habe nur physische Pokémon dabei, wenn man mal darauf achtet. Heißt also, jeder würde den Bedroher nicht so gerne abbekommen. Irgendjemand wird den aber leider abbekommen müssen. Ich werde mit Wolverock starten und Gortrom mitnehmen. Dann, wie versprochen, den Elefanten und Vulaozu einfach nur, weil Vulaozu sehr, sehr stark ist. Haben wir ja gerade gesehen. Der Kampf gerade, den können wir gerne jetzt nochmal wiederholen. bloß mit anderen Pokémon logischerweise. Es war ein sehr, sehr schöner Kampf. Bis zum Ende spannend. Genauso wie ich es mir vorstelle. Vulaozu wollte ich sowieso nochmal in Doppelkämpfen mehr ausprobieren, weil es immer und immer mehr Beliebtheit bekommt. Und mein Gegner startet mit Fuegro und Gortrom. Schlau von ihm gemacht. Er hat gesehen, ich habe nur physische Pokémon. Heißt also, ich senke erstmal den Angriff. Graserzeuger zeigt mir aber, das ist sehr schön zu sehen bei solchen Fähigkeiten. Graserzeuger kam als erstes durch und Bedroher als zweites. Das bedeutet, Gortrom ist schneller als Fuegro. Das ist sehr gut zu wissen. Das Problem ist aber, beide werden Mogelieb einsetzen können. Ob es beide tun, ist die zweite Sache, aber sie können es. Und deswegen habe ich Wolverock am Anfang gesetzt. Es hat Rapidschutz als Attacke und das schützt eben vor Erstschlagattacken, wie beispielsweise Mogelieb. Heißt also, wir gehen erstmal mit auf einen Rapidschutz, um vielleicht auch vor einer Grasrutsche zu schützen und werden selber Abschlag einsetzen. Ich denke mal gegen Gortrom. Wahrscheinlich gegen Gortrom, ist ein bisschen besser, glaube ich. So, Rapidschutz kommt durch. Mal gucken, wer Mogelieb einsetzt. Vielleicht sogar beide. Mogelieb von Gortrom wird abgewehrt. Und Abschlag, okay, von Fuegro kommt nichts. Abschlag gegen Gortrom zieht die Offensivweste weg und Kehrtwende ist in Ordnung. Kehrtwende wird nicht so viel Schaden machen. Wobei, das war doch mehr als gedacht. Das heißt, das ist ein physisch offensives Fuegro. Gut zu wissen, manche spielen das auch als Tank, um so ein bisschen Utility mit reinzubringen.
und immer wieder Bedroher einzusetzen. So wird es mein Gegner wahrscheinlich auch machen. Wir wissen tatsächlich, dass meine beiden Pokémon schneller sein sollten. Kudelei könnte jetzt Rückenwind einsetzen. Dagegen kann ich leider nicht so viel tun, außer mal draufzauern und hoffen, dass ich viel Schaden bei rumbekomme. Da würde ich schon fast sogar auf den Holzhammer gehen. Einfach so viel Schaden wie möglich machen, um Kudelei zu besiegen. Es kommt der Gigasauger durch, halb so wild. Ich trage einen Fokusgurt, werde definitiv die Attacke standhalten. Und Turbofelsen. Oh, das ist sehr wenig Schaden. Das ist ein physisch-defensives Kudelei. Glück habe ich Holzhammer eingesetzt. Grasrutsche hätte dann wahrscheinlich nicht gereicht. Und der Rückstoßschaden ist halb so wichtig. Abschlag gegen Gortrom reicht auch noch nicht aus. Auch meine Offensivweste ist jetzt dahin. ansonsten kann man auch Gortrom sehr gut mit Walbahn spielen. Ist auch nicht schlecht. Dann sollte man aber nicht Mogelieb einsetzen, beziehungsweise ins Moveset mit aufnehmen. Ansonsten ist man in Mogelieb eingeloggt und bekanntlicherweise kann man das nur in der ersten Runde einsetzen. Ich erwarte jetzt ein Fuegro, genau. Damit mein Angriff nochmal gesenkt wird. Ja, was kann man dagegen noch tun? Ich glaube, ich gehe einfach mal auf ein Schutzschild. Und lasse mein Gortrom erstmal drauf gehen. Ich werde auf einen Abschlag gehen. Vielleicht, Moment, ich müsste ja schneller als Fuegro sein. Das heißt, ich kriege zumindest noch das Item von Fuegro weg. Es war kein Lebenorb. Vielleicht ist es ein Walband oder so. Weil das war sehr viel Schaden gegen mein Gortrom. Es muss zumindest offensiv ausgelegt sein. Ich würde es tatsächlich sogar mehr defensiv auslegen. Mogelieb kommt durch. Okay. Bisschen ärgerlich, aber die Grasrutsche wird Wolverock nicht treffen. Heißt also, wir sind mehr oder weniger fast gleich auf. Bloß, dass ich jetzt Wolverock opfern muss, weil ich nicht zweimal hintereinander Schutzschild einsetzen sollte. Das würde klappen. Schutzschild hat, je häufiger man das hintereinander einsetzt, immer die halbe Chance quasi zu treffen. Heißt also, in der ersten Runde, wenn man Schutzschild einsetzt, hat es eine 100%ige Genauigkeit. In der zweiten Runde hintereinander dann eine 50%ige Genauigkeit, 50%ige Genauigkeit und so weiter und so fort. Das wird immer halbiert. Deswegen lohnt es sich in den meisten Fällen nicht, das hintereinander einzusetzen. Ich werde dann auf Rapidschutz gehen. Grasrutscher ist eine Prioritätenattacke auf dem Grasfeld. Und dann wieder einen Abschlag einsetzen. Gortrom muss vom Feld. Und ich will nicht unbedingt das auswechseln. Rapidschutz wieder. Grasrutsche wird abgewehrt. Sehr schön. Und Abschlag kommt durch. Wird nicht so viel Schaden machen aufgrund der beiden Bedroher. Aber die Gifibärde ist weg. Auch ziemlich wichtig. Kehrtwende wird Gortrom besiegen und wir sehen gleich wieder Fuegro mit einem Bedroher. Aber wir sehen auch das letzte Pokémon. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man das Nachteil nennen kann, wenn man Kehrtwende und Voltwechsel spielt. Man muss immer seine Pokémon zeigen und das ist einer der größten Informationsvorteile, die man haben kann, wenn man eben seine Pokémon geheim halten kann. Wir sehen jetzt hier Viskogon. Das ist gut für mich. Ich kann meinen Elefanten rausholen. Den Colonel. Und dann gucken, was geht. Dann schön gucken, was geht. Ich habe Knuddler dabei. Ich könnte sogar mich Dina maximieren. Ich weiß nicht, ob ich das bei Vulauzu nicht einsetzen sollte, aber wir haben es ja gerade schon bei Vulauzu gesehen. Heißt also, wir müssen es nicht unbedingt jetzt nochmal sehen. Ich werde sogar Vulauzu jetzt sofort reinholen. So. Und Dina Zauber gegen Gudra. Gegen Viskogon. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Oh. Da kommt direkt Gortrom raus und Fuegro kommt rein. Das heißt, wir müssen gleich wieder mit dem Grasfeld kämpfen und potenziell auch wieder gegen Mogelieb und Grasrutsche. Der Bedroher ist gut. Also das macht mein Gegner gut. Er weiß einfach, ich habe nichts dagegen, es aufzuhalten und wechselt einfach immer und immer wieder aus, um meinen Angriff zu senken. Das ist einfach gut gemacht. Er versteht auf jeden Fall, was seine Siegeschancen sind. Und Viskogon in der Dina-maximierten Form wird definitiv ordentlich austeilen können. Und auch einstecken können. Und da es sich als erstes Dina maximiert hat, gleiches Prinzip wie bei den Fähigkeiten, wird es auch schneller sein als mein Patinada, ja. Es könnte vielleicht sowas wie ein Flammenwurf oder so kommen. Potenziell. Oder eben die Dina-maximierte Form vom Flammenwurf. Ich
glaube nicht, dass es Wolverock fokust, oder? Oh, es könnte eine Wasserattacke auch einsetzen, ne? Könnte alles passieren. Oh ne, es ist Dina Brand. Das wird der Elefant besser standhalten als gedacht. Jetzt kommt auch die Sonne raus. Spielt auf jeden Fall Fuegro in die Karten. Oder ist zumindest halb so wild. Bin ich gespannt, wie viel Schaden Dina Zauber macht. Ja, trotz Bedroher immer noch über die Hälfte. Mein Gegner weiß auf jeden Fall jetzt, was Sache ist und wen er ausschalten sollte. Heißt also, ich habe freie Fahrt mit Vulauso draufzuhauen. Wir haben gesehen... Oh, Schwächenschutz. Wir haben gesehen, dass ich jetzt ein Problem habe. Oh oh. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich gehe auf Trefferschwall und schicke dieses wunderschöne Fuegro zurück, wo es hergekommen ist. Aber das Problem ist, ich muss jetzt gucken, dass ich Viskogor nicht unterschätze. Ah, ich mach's trotzdem. Ich gehe auf Fuegro mit Trefferschwall, das sollte reichen. Ein Dienerbrand wird gegen den Colonel reichen. Und ich habe keine Chance, Viskogor irgendwie anders aufzuhalten. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich glaube nicht, weil die Sonne draußen ist und plus zwei Spezialangriffe ist schon eine ordentliche Hausnummer. Mogelieb kommt durch. Vielleicht greift er auch Vulauso an. Na, sieht nicht so danach aus. Schade. Ja, dagegen hätte ich keine Chance. Wolverock wäre davon auch besiegt gewesen und dann hätte ich nächste Runde eben Patinara ja verloren. Egal wie rum man es dreht, Viskogon hat tatsächlich mit dem Schwächenschutz den Kampf gewonnen. Oder es sieht sehr stark danach aus, weil ich wüsste nicht, wie ich das aufhalten soll. Potenziell wird auch gleich Fuegro wieder ausgewechselt in Gortrom. Heißt also, ich könnte jetzt alles, was ich habe, gegen Viskogon einsetzen. Ob es ausreicht, weiß ich nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er Fuegro auswechselt. Fuegro gegen ein Gesteins- und Wasser-Pokémon drinnen zu behalten, ist, glaube ich, nicht die beste Wahl. Und er hat das gerade schon immer und immer wieder gemacht. Und zwar wirklich gut. Immer schön ausgewechselt, Bedroher durchbekommen. Und Gortrom gegen ein Gesteins- und Wasser-Pokémon ist natürlich wieder ein gutes Matchup. Ich sehe keinen Grund, wieso er das nicht tun sollte. Vielleicht denkt er auch genauso. Okay, er denkt nicht genauso. Und bleibt drinnen, wollte ich sagen. Aber Gortrom kommt raus. So. Graserzeuger kommt wieder durch, halb so wild. Das Nebelfeld brauchte ich so oder so nicht. Dichtes Gras schießt durch, Turbofelsen, das wird... Oh ja, okay. Und Nahkampf vielleicht? Jawohl, okay. Puh, dann hat Patinara ja doch einen besseren Job gemacht als gedacht. Viskogon hätte mein gesamtes Team auseinandernehmen können. Es wird doch knapper, als ich mir vorgestellt habe. Jetzt kommt nochmal... Wait, ich könnte das gewinnen wieder. Ich habe Rapidschutz auf Wolverock dabei und das zahlt sich jetzt aus. Weil genau wie in der ersten Runde wird es jetzt genauso sein, dass mein Gegner Grasrutsche oder Mogelieb einsetzen will. Beides Prioritätenattacken. Er hat es sich gerade selber versaut. Weil ich muss jetzt eigentlich nur noch... Moment, oder? Ich muss ja eigentlich nur noch die Wasserattacke bei Vulauso einsetzen oder Balu, Trefferschwall gegen Fuegro. Und Rapidschutz. Dagegen sollte er eigentlich nicht viel machen können. Er müsste damit rechnen und gucken, dass er irgendwie eine andere Attacke durchbekommt. Vielleicht auch Holzhammer, so wie es bei meinem Gortrom war. Mogelieb wird auf jeden Fall nicht treffen. Grasrutsche ebenfalls nicht. Da sieht man mal, wie stark so ein Rapidschutz sein kann. Und Trefferschwall wird das Ende für Fuegro sein. Oder auch nicht. Wow. Dann macht sehr wenig Schaden. Ich habe mit deutlich mehr gerechnet. Vor allem wegen dem Kampf gerade. Wow. Okay. Das ist unpraktisch. Die Frage ist, was hat er noch im Hintergepäck? Ich kann nochmal auf... Ich habe wegen Nahkampf auch Verteidigung und Spezialverteidigung verloren. Das heißt, mein Vulauso ist ein einfacheres Opfer. Aber ich werde das gleiche tun wie jetzt gerade. Oder lohnt es sich? Vielleicht Turbofelsen? Oh, Grasrutsche wird so viel Schaden machen, egal wen es trifft. Rapidschutz wäre gut, um wieder Grasrutsche abzufangen. Ich glaube, ich mache das. Einfach nur, um Grasrutsche abzufangen.
Wenn Grasrutsche nicht kommt, dann war die gesamte Runde für die Katz. Ah, das Risiko muss ich eingehen. Da ist wieder Grasrutsche. Okay. Solange das Grasfeld draußen ist, kann er die Attacke nicht einsetzen. Das ist schon mal was Positives. Und da Vulauso schneller ist als Fuegro, ist dieses Mal wirklich Fuegro besiegt. Und dann ist es nur noch Gortrom. Gortrom hat keine Offensivweste mehr. Das Sonnenlicht verliert an Intensität. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt noch Rapidschutz einsetzen muss. Ich könnte eigentlich auf einen Knirscher und einen Nahkampf gehen. Trefferschwall lohnt sich nicht. Er hat auch volle KP. Ich gehe mal nochmal auf den Rapidschutz. Einmal mal gucken, ob er wirklich was anderes hat. Und wie viel Schaden so ein Nahkampf machen würde. An seiner Stelle hätte ich schon lange irgendwas gegen dieses Wolverock getan. Ich würde nicht mal das Vulauso jetzt fokussen. Ich glaube, das Vulauso ist tatsächlich hier das geringere Problem. Durch das Grasfeld halte er auch meine Pokémon hoch. So, Rapidschutz kommt wieder durch. Mal gucken, ob wieder Grasrutsche kommt. Für das dritte Mal hintereinander. Und es kommt wieder Grasrutsche. Okay, wir wissen, dass er nicht im Walbad eingeloggt ist. Heißt also eigentlich, weiß ich nicht genau, wieso er das tut. Und deswegen, ja okay, mein Gegner hat aufgegeben. Er hat keine Chance mehr gehabt. Er ist, glaube ich, einfach nur geragequittet zum zweiten Mal heute in der Folge, weil er nichts gegen diesen Rapidschutz tun konnte. Wie man sehen kann, werde ich nochmal schön hochgeheilt. Das waren sehr interessante zwei Kämpfe. Das Team scheint in Doppelkämpfen doch besser zu funktionieren, als ich mir erst vorgestellt habe. Wir hatten heute zwei sehr schöne Kämpfe und ich glaube, die Gegner waren auch gar nicht mal so schlecht. Speziell der letzte, der hat doch mal schön mit Bedroher gearbeitet. Und nichtsdestotrotz konnte ich mich zweimal durchsetzen und sogar den Gegner zum Ragequitten bringen. Hier seht ihr nochmal das Team, probiert es gerne selber aus. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.